Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. So, wir wollten ja entdecken. Und unser Entdeckerproblem war ja ganz einfach, ne? Haben wir nur keinen Gedanken drüber verloren, aber wenn wir mal hier drauf gehen, dann sieht man das ja. Versorgungsschiffreichweite 178, 150 ist das weiteste. Das bedeutet, wir können hier nirgendwo was entdecken, weil wir überhaupt nicht so weit kommen mit der Reichweite. So, das ist also unser Problem. Gibt's hier irgendwo? Da ist Hohe See. 114. Hohe See. Hier wären nicht... Da ist aber schon 239. Hier wären noch die Kanarischen Inseln. Auch schon zu weit in dem Sinne. Das ist unser Problem. Deswegen klappt das nicht, ne? Gut. Da wissen wir Bescheid. So, wo ich jetzt noch nicht weiter weiß, ist hier. Da müssen wir gucken, lebensfeindlich. Und, ach, wir können mal hier laufen lassen, ne? Damit unsere Schiffe wieder zurückkommen. Ich glaube, die kommen noch zurück, ne? Ja. Und da gibt es eine Anfrage mit Jesu in Österreich. Kommen wir letztendlich akzeptieren. Ich weiß nicht, mit wem die ja im Clinch liegen. Dann können die ja durch und dann ist es vielleicht auch besser oder so. Die Provence hat ja viele Gebiete. Orléans hat sich gegründet gehabt. Normandie hatten wir doch auch. Hat sich das nochmal verändert. Okay. Was wir hier brauchen, ist dann ein... Wie heißen die Kerle? Nee, da hinten war das. Ein Conquistador. Und das ist ja ein Entdecker. Den können wir noch nicht mal rausschmeißen, alles klar. Wir brauchen für Land entdecken einen. Kostet uns 50 militärische Macht. Machen wir jetzt mal, weil ich will es wissen. So, wo sind Einheiten? Haben wir noch welche? Ein Schiff. Können wir mal rausfahren und vereinen. Das sind nicht unsere, ne? Nein. Die können wir zusammenfügen. Handelsschützen machen wir mal für die und dann ist alles gut, oder? Genua. Machen sie dann, oder? Gut, da sind ja zwei, oder? Ne, das sind auch nicht unsere. Provence. Haben wir keine Truppen mehr, würde ich sagen. Wir wollten das mit dem Entdecker machen, ne? Gut, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwo Truppen herkriegen. Ah, da wird gerade schon einmal ausgebildet. Hier ist 56 Tage. 57 sehe ich, überall da oben gibt es noch 55. Dann machen wir das doch da. Und das ist ein Schiff, was da gebaut wird, ne? Okay. Was bauen wir da jetzt? Weiß ich gar nicht, aber ist auch egal. So, dann müssen wir gucken, ob das geht. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Hier sind wir unterwegs mit den Entdecker-Ideen. Erforschende Gebiete in Übersee. 50er Reichweite plus, das wären 200, das reicht aber immer noch nicht. Aber wir kämen dann schon mal weiter. Gibt's noch mehr? Nein, das sieht jetzt nicht danach aus, dass das reichweitenmäßig vorangeht dann. Okay, aber... Wir machen das, ne? Okay. Wir haben einen Angriffen entdeckt. Die Provence ist der Übeltäter. Gut, da läuft das mit unseren beiden Händlern. Die Armee ist da. Schicken wir schon mal nach da und
Und dann müssten wir ja den Konquistator da reinnehmen. So, dann ist der da drinne. Und dann... Schottland ruft uns zu den Waffen gegen England. Na, ja, das ist leider abzulehnen, weil wir gerade schlecht aussehen. Tut mir leid, aber das werden wir selbst nicht hinkriegen. Da können wir leider den Schotten nicht helfen. So, da einmarschieren können wir wohl. Mal schauen, was dann geht oder auch nicht. Okay. Jetzt sind wir drin und jetzt können wir trotzdem nichts machen, ne? Das ist schade, oder? Was kommt da rein? Ne, lehnen wir auch ab. Die waren auch böse mit uns. Ja. Jetzt müssen wir noch einen Kolonisten dann irgendwie. Der ist frei. Tja. Das war Erbe. Herrscher, das war der Entdecker, ne? Genau, das ist ein General, ne, Admiral. Können wir Franke sich als geschickter Verhalter und steht dem König bei dem. Okay. Ja, Toleranz der Heretiker. Wie sehen Sie Papsteinfluss? Tja, ich mach mal das, weil ich glaube, dass das besser für uns ist. So, was können wir machen? Ich denke nix, ne? Ah, hier unten ist noch was. Oder ist es? Weitere religiöse Unruhen. Können wir hier nichts machen? Achso, da fehlen 6 Punkte noch. Gut, das sollte gleich dann soweit sein. So. Provence hat die Militärrechte aufgelöst. Ja. Aber ich komme hier jetzt nicht weiter. Keine Ahnung warum. Diplomatiekarte.
Ich weiß keine PKD, nicht Paradies. So, jetzt können wir das machen. Machen wir auch. Prozent mehr. Gut. Das ist schon mal geklärt und das andere geht jetzt dadurch nicht mehr. Doch, das geht auch noch. Sternfestung kommt. Okay. Okay, was ist los? Jetzt machen wir eine Pause. Sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Wir sind im Krieg mit der Provence. Okay. Ja, Hilferuf, sowas brauchen wir, ne? Gut, das läuft alles im Endeffekt. Die Provence greift uns an. Da unten sind sie mit 13 Truppen. Wir haben kein Geld, können uns keine Truppen leisten. Wer sind denn unsere Verbündeten und sowas, hm? Wo ist dieses Land eigentlich, Languedoc? Ach, hier unten rechts ist das. Das wollen die haben, okay. Kriegsgründe gegen Österreich. Staatsehe. Verbesserung Beziehung. In Aragon und Kastil machen wir gerade. Waffenruhe. Ja, da geht noch nichts mit Bündnis oder so, ne? Und hier? Auch nicht, weil wir jetzt sowieso im Krieg sind, will da sowieso keiner mit uns ein Bündnis machen. Okay. Was haben wir denn mit denen Bündnis? Nö. Haben wir keine Bündnisse mehr. Tja, und uns zur Wehr setzen können wir auch nicht wahrscheinlich. Was ist das für eine Einheit hier? Infanterie, ne? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Ja, kein Geld. Können wir uns nicht leisten. Auch nicht. Da würde was gehen. 55 ist wie immer niedrig. Ja. Eine Truppe. Bringt uns aber auch nicht so wirklich weiter, ne? Tja. Lassen wir mal laufen. Die kommen jetzt wahrscheinlich zu uns. Da sind sie schon. Wir werden das dann erobern. Unsere Häfen werden auch blockiert. Darlehen wird bald fällig. Aha, da kann man noch was machen. Es gibt
mit überlegenen Einheitentypen. Stufe 9. So, was war das hier? Nahkampf. Und Moral. Offensivmoral, Defensivmoral. Also die Landsknechtsinfanterie wäre für uns dann wahrscheinlich die bessere, ne? Weil die bessere Defensivmoral haben. Wie sieht das hier aus? Das ist erst in der nächsten Stufe anders. Und hier. Die sind offensiver Fernkampf und die Moral ist defensiv. Ich nehme das. Der General, wo flitzt der rum eigentlich? Der ist ja jetzt gar nicht in der Truppe drin, weil die ja hier ist, ne? Und da ist ja der Entdecker drin, den wir nicht brauchen. Ach Gott, da sind auch noch 13, denen wir dann direkt in die Arme laufen. Vielleicht können wir das noch abwenden. Na, wahrscheinlich nicht mehr. Ist auch egal. Da verlieren wir sowieso die eine Truppe. Gegen die Provence werden wir auch nichts ausrichten. Schade drum, ne? Wie weit ist denn jetzt hier der Geschichte mit unserem... Ich denke, wir haben 50% mehr. Das ist ja auch nichts. Dann hat das da doch nichts mehr zu tun, oder wie? Gucken wir mal die vielen Karten an, ob da was bei ist. Koalitionskarten? Nee. Und nun Kolonialkartenmodus. Wofür die Pfeile sind, weiß ich nicht. Passatwind, okay. Da segeln wir dann mit da schnell rüber, oder was? Bringt uns aber wahrscheinlich auch nicht so viel, ne? Die Mamelucken. Vielleicht sollte man da sesshaft werden. Ja. Gut, also. Unser momentaner Status ist definitiv, wir kämpfen gegen die Provence. Wir haben 13 Truppen, wir haben eine, also nix. Und das sieht irgendwie schlecht aus. Haben wir hier noch eine Karte, die wir noch auswählen können? Kolonialreichweite, gibt es da noch was anderes? Technologiekartenmodus? Versorgungslimit. Okay, das ist auf die Ländereien bezogen. Kartenmodus, Akzentokulturen, Winterkartenmodus. Auch nicht. Kolonialregionen. Ja. Kann man jetzt nicht so wirklich was sehen. Was haben wir da noch? Handels- und lokale Anatomie, Befestigungsstufen, Einbruchsgelände, Rivalenkartenmodus und
Ja, lassen wir mal so, oder? Technologisch liegen wir etwas hinten. Hinter gibt's da, okay, auch interessant. Akzeptierte Kulturen. Spielerkartenmodus. Die Meinung von uns. Unsere Nachbarn haben alle eine schlechte Meinung von uns. Aha. Ich müsste jetzt hier einen wegmachen. Kann ich den... Warte mal, rechts die Gemeldung irgendwann zu entfernen. Genau, die will ich doch nicht haben. Okay. Jetzt ist es da drin. Gut, wunderbar, das wollte ich auch. Grün wäre das, was wir kolonisieren könnten. Aber es ist nichts Grünes, alles gut. Super. Und Rot geht nicht. Das wäre in unserer Reichweite, können wir aber nicht. Keine Ahnung. Die Organisierung zu weit entfernt sind blau, zeigt Provinzen an, die gerade organisiert werden und die. Okay. Gut. Aber für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.